So, servus. Ja, ich habe ja eigentlich schon meinen Ausblick über Ufer gezeigt und jetzt bin ich da beim Pöstenberg. Also der ist ja auch in Ufer und man sieht da ganz schön in die Linzer Innenstadt hinein. So, jetzt hat es nämlich gerade vorher geregnet, darum ist das ein wenig da noch verschwommen. Also das ist einmal die Donau. Dann seht ihr da die Fußbrücke, also die Autobahnbrücke. Und irgendwo ist noch die Nibelungenbrücke. Früher haben wir ja 3 in Linz gehabt, jetzt haben wir nur 2. Dann sieht man da noch viele Wohnsiedlungen, aber auch so einige Hochhäuser. Jetzt zum Beispiel wird ein neues Studentenheim gebaut, das war sehr groß und so, das ist da bei der Lenze City. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gezeigt. Und sonst, was sieht man nur? Ja, wie gesagt, in der Innenstadt, ich meine jetzt so auf die Landstraße oder auf dem Hauptplatz, kannst du jetzt nicht sagen, aber so halt über die Häuserdächer drüber hat man einen Ausblick. Ja, und die Stadt eigentlich wirkt sehr klein, aber wenn man dann unten ist am Hauptplatz, dann ist es eigentlich eine sehr große Innenstadt. Und da sieht man auf Ufer um mich. Da kommt man dann auf in die Berge. Und ja. So, das ist nur die Pöstenbergkirche. Und das, wo ich da gerade bin, ist diese Aussichtsplattform da. Die hat sowohl im Winter auch als auch im Sommer geöffnet. Und ich bin jetzt mit der Pöstenbergbahn aufgefahren. Die fährt auch jetzt zur Sommerzeit im 4-Stunden-Takt, also alle 15 Minuten. Aber heute haben wir Sonntag. Heute fährt komischerweise die alte Pöstenbergbahn nicht. Obwohl sie gesagt haben, an Sonntagen und Feiertagen fährt die. Aber anscheinend fährt es doch nicht. Also es fahren halt alle 4 neuen und die alten halt eben nicht. Da kommt, wenn man gerade vom Teufel redet, kommt schon wieder eine neue. Ja gut, dann das war der Ausblick über Linz und dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.